Antiker Schrein. Lass mich verarschen. Da ist ein Scheißdreck antiker Schrein. Da ist ein scheißig antiker Schrein. Hör auf, da ist kein antiker Schrein. Jetzt habe ich Angst. Da kann kein antiker Schrein, das ist viel zu klein. Hör auf, da kann keiner sein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tiberium Rim, die gleich mal mit einem Zusammenbruch Feuerteufel beginnt. Grandios, grandios. Der Rovan möchte alles niederbrennen. Ja, wie immer. Nein, nicht wie immer. Sonst ist es der Reza oder irgendjemand anderes. Aber der Reza hat schon mal. Reza hat schon mal den Parker angezogen, oder? Den Nanofaser-Parker. Willst du mich verarschen? Nanofaser-Parker? 3040 ist der Wert. Und vor allem auch der Alpha-Poli-Helm. Ja, den werde ich verscherbeln. So sieht es nämlich aus. Hier im Anzug schäbig. Puh. Kann vielleicht mal irgendjemand erst das Feuer ausmachen? Virgil vielleicht? Lisa? Irgendeiner von euch? Nein? Mann! Wie warm es da drin schon ist! Löscht das Feuer jetzt! Und lass die Türe offen! Eieieiei! Verbrennung im dritten Grades, aber ich muss das jetzt leider löschen. Nee, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Muss irgendeiner raus. Ich muss da die Tür aufmachen. Ich muss da die Tür aufmachen. Irgendeiner muss die Tür aufmachen und zwar schnell. Ihn stört es halt einfach überhaupt nicht da oben. Dann reißt die Wand ab. Virgil fängt auch schon Feuer. Scheiße. Scheiße, der hat schon 320 Grad. Raus mit euch fürs Erste. Raus, raus, raus. Diese Gurke, ey. Hat keiner reagiert erstmal und schon haben wir den Salat. Na toll. Na toll. Grandios. Der Tiberium-Tisch ist abgefackelt. Grandios. Grandios. Super geil. Wirklich. Ihr Idioten. Oh, mein Gott. Darf ich nochmal so einen bauen? Ich hoffe, dass ich noch 350 Stahl. Oh Gott. Warum reicht es nicht, wenn ich da einfach die Tür aufmache? Und jetzt mach doch mal bitte das Feuer weg. Ja, ja, immer dieses Gelaber. Ja, das stört mich überhaupt nicht, wenn ich hier so einen Typ habe. Ja, jetzt habe ich den Salat. Mann. Aber weißt du was? Wie Gott sei Dank ist der Multi-Analysator nicht kaputt gegangen. Und der Hightech-Labortisch. So sieht es nämlich aus. Gott sei Dank. Kann er vielleicht mal aufhören, hier ständig überall Feuer zu legen? Und der Rest könnte bitte jetzt helfen, die Leute zu verarzten. Meine Güte. Das heißt, wenn wir dann das Plastahlzeug hier unten abgebaut haben, immerhin hat es schon angefangen, dann werden wir hier drin einen Forschungsraum bauen. Und zwar werden wir den Forschungsraum, dadurch, dass jetzt alles nicht mehr so groß ist, mal auf, wir können jetzt hier erstmal das Zeug hier abgraben, dann machen wir hier auf dieser Seite Forschung. Und auf dieser Seite machen wir Prosthetics, also, das ist übrigens auch Stahl, machen wir bionische Gliedmaßen und so Zeugs. Könnt ihr euch vielleicht selbst behandeln, irgendwie? Nein? Oder zumindest ist Ghost wieder fit, behandelt, 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 alles okay. Halbwegs okay. Außer, dass das große Tiberium-Forschungsgelumpe da kaputt gegangen ist. Das nervt mich ein bisschen. Ein bisschen arg. So ein Shit. Wurde beleidigt. In der Kälte geschlafen. Was du nicht sagst. Kalt. Sehr hässliche Umgebung. Ja, ganz toll. Ja, stimmt. Ray muss ja den ganzen Tag nur kochen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Aber bald haben wir es voll. Wie viel hat sie denn eigentlich schon? Kochen 10. Okay. Vielleicht sollte doch mal jemand Bergbau machen.
Levin, wie sieht's mit dir aus? Ja, du musst dir das noch ausruhen, okay. Außerdem, das Bett muss weg. Das ist ein gutes Bett, das muss nicht weg. Das Bett muss oben rauf. Wieso wurde denn das Bett da oben nicht fertig gebaut? Habe ich das abgebrochen, ich Depp? Natürlich habe ich es abgebrochen, wie immer. Oh Mann, bin ich verplant heute schon wieder. Bin ich schon wieder verplant. So, aber, das funktioniert trotzdem hier relativ gut. Wie viel Stoff habe ich? Anzüge habe ich. Schon drei Anzüge. Der Levin hat noch etwas Blut auf seinem Kittel. Jetzt ist das auch weg. Vielleicht kann der Levin sogar auch erstmal das anziehen. Als nächstes geht der Rovan her, die Rovan, und zieht mal einen Anzug an. Mit einem Schutzanzug. Na klar, du musst das mal bei minus 19 Grad forschen. Guck mal, die Forschungsgeschwindigkeit, ja. Aber jetzt zwischen 50% Forschungsgeschwindigkeit, 75%. Grandios, ja, grandios. Jetzt endlich fertig mit dem Essen kochen. Ja, das ist in Ordnung. Oder musst du jetzt weiter kochen? Wie ein Depp. Ja, musst du auch. Okay, dann müssen wir irgendeinen anderen priorisieren zum Bergbau. Macht Virtual. Virtual braucht jetzt mal nicht forschen, der kann auch Bergbau machen. Dann soll er mal Bergbau machen fürs Erste. Forschen kannst du immer noch. Mach erstmal Bergbau. Okay. Gut. Dann müssen wir das ein bisschen jetzt in den Griff kriegen. Ich will da unten das Plastahlzeug haben, weil nur mit Plastahl kann ich auch Tiberium trägt Fackel Sludge zu Abfallzone 2. Denn nur mit Plastahl kann ich auch Antiker schreien. Lass mich verarschen. Da ist ein Scheißdreck, Antiker schreien. Da ist ein Scheißdreck, Antiker schreien. Hör auf, da ist kein Antiker schreien. Jetzt habe ich Angst. Da kann kein Antiker schreien. Das ist viel zu klein. Hör auf, da kann keiner sein. Nie im Leben. Doch, da ist einer und zwar ein ziemlich kleiner. Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Das kann doch nicht wahr sein, mit einer Käferkolonie drin. Oh Gott, oh Gott. Okay, dann müssen wir das jetzt ein bisschen anders machen. So ein Mist nochmal. Wie kann denn das jetzt passieren? Da ist keiner. Ich wusste gar nicht, dass die Käferkolonien so... dass die so groß sein können. So klein sein können, die Käferkolonien. Und vor allem... dass die hier im antiken Schrein sind. Und vor allem, dass hier überhaupt ein antiker Schrein ist. Du gehst bitte da nicht rein. Ich muss das jetzt irgendwie regeln. So, und zwar... Zonegebiet... Heimatgebiet verkleinern. Passt. Das heißt, ihr... Bleibt jetzt bitte alle erstmal nur im Heimatgebiet. Da passt die Vorlaufmusik ganz gut, was? Das ist aber noch problematischer. Die müssen alle anfangen, das Zeug dahin zu tragen. Nicht nur einer. Oh, Scheibenkleister. Habe ich denn jetzt eigentlich alle? Fehlt der noch? Nee. Den macht Ghost. Sieht man das nicht? Der fehlt noch. Okay, und den kann Reza noch machen. Geht nicht, kein Bauarbeiter. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen Luck haben, dass uns die nicht rechtzeitig sehen. Moment, wir machen das nochmal anders. Wir machen hier eine Marmorwand hin. Fürs Erste. Und zwar macht die auch der Levin. Und mein Hund muss auch ins Heimatgebiet und bitte nicht angreifen. So, okay. Wieso können die da drüber schießen?
Nein, das kann doch nicht... Ah, genau, das wollte ich verhindern, dass das eben nicht passiert. Oh, Mann. Natürlich. Natürlich. Natürlich, grandios. I hate it. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich diese drei Höhlenkäfer irgendwie gebacken kriege. Zane, verzieh dich. Verzieh dich da rein. Oder verzieh dich hinter. Irgendwo rein. Weg. Schau, dass du wegkommst. Okay, einer ist down zumindest. Zane ist dafür auch down. So ein Mist. Ja, du brauchst jetzt nicht mal mit dem Scheiß weitermachen. Du kannst jetzt eigentlich... Ruhig wieder die Geschütze hintragen. Oh, shit. Oh Gott, hoffentlich überleben das alle. Natürlich. Natürlich, das war klar, dass sie ihn erwischt. Jawohl. Jawohl. Und jetzt schnell, ganz schnell, das Zeug hier vernichten. Du kannst auch wieder aufhören mit dem Scheiß. Mann, ey. Rett den lieber. Boah. Was für ein unfassbarer Dreck. Das lief gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Das lief überhaupt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Angreifen. So, zu dritt im Nahkampf angreifen. Levin, du kannst den gleich mal behandeln. Ghost hat es eigentlich nicht wirklich erwischt, oder? Es ist ein... Oh, den Zane. Den Zane hat es auch erwischt. Oh, den Zane. Körper? Achso, den sehe ich nicht. Ghost, Virtual, tot in 7,7 Stunden. Okay, gut. Immerhin. Immerhin. Mann, so ein Mist. So ein verdammter Mist. Kein Stahl, aber hauptsächlich noch weitere Geschütze bauen. So ein Dreck. Kannst du die jetzt mal behandeln? Gut, in 7 Stunden der Zane. Gut, in 9,5 Stunden. Wer kann er noch behandeln? Ray vielleicht? Nur Levin und Virgil. Na toll. Virgil kann wieder laufen. Tod in 15 Stunden. Oder 0,2 Stunden, ja, das schafft er schon noch. Der ist ja schnell. Einmal noch. So, und jetzt den anderen. Füttern noch kurz. Wunderbar, das schaffen wir schon noch. Behandelte Zane. Tod in 8,6 Stunden. Mann! Und Möglichkeit versteckte Gegenstände. Na toll. Na toll. In 12 Tagen. Andere Gruppen sind auf dem Weg und werden den Weg in 12 Tagen erreichen. Das sind 11 Tage. Wenn ich schnell bin mit Rowan, könnte ich es schaffen. Aber ich habe weder 11 Überlebensrationen, noch bin ich in der Lage, das zu machen. Eieieiei. Oh Mann! Ja, so ein Mist, oder? Und das Allerdümmste an der ganzen Sache ist, wir haben noch nicht mal die Kryo-Schlafkapsel aufgemacht. Wenn wir Pech haben, ist da noch ein Mechanoid drin. Einen einzelnen kleinen Artefaktraum. Das habe ich noch nie gehabt, so klein. Noch nie. Jetzt bitte noch Ghost behandeln. Eieiei. Wenigstens macht die hier weiter. Die zwei. Macht er hier? Schutzmaske. Okay, dann haben fast alle eine Schutzmaske. Nur Rowan hat noch keine. Aber ich werde sowieso den Alpha-Poly-Helm verkaufen. Ich werde den sowieso verkaufen oder werde ich eine Schutzmaske anziehen. Wie immer. Kann ich machen, wenn ich dann irgendwelche Raids mache, aber den muss ich tatsächlich verkaufen. Der ist so viel wert, wenn ich ihn verkaufen kann. Das stellt sich auch die Frage. Okay, also Ghost hat es nicht viel erwischt. Ghost dürfte gleich wieder fit sein. Virgil läuft auch schon wieder. Linkes Bein abgeschnitten. Linkes Bein abgeschnitten. Ach du Scheiße. Ach du heilige Mutter. Okay. Einfache Prothesen. Ich brauche zumindest ein Holzbein, damit er ein bisschen schneller läuft. Oh Mann.
Na, letztendlich kann man sagen, ich hatte doch recht. Auch wenn es mir leider nicht viel bringt. Oh Mann, hoffentlich ist dann bald der Winter vorbei. Dezember. Ich hoffe, Dezember ist der Winter. Das heißt, in 6 Tagen beginnt der Frühling wieder. Das hoffe ich, dass das so funktioniert. Und dann kann man endlich wieder Zeugs anbauen zum Verkaufen dann. Und hier mache ich ein riesengroßes Feld und. Aber naja, das wird sich alles noch ein bisschen hinziehen. Ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell schon wieder. Diesen Skarabäus. Grandios. Gut, okay, lass mal weiterlaufen. Ich würde an dieser Stelle wieder sagen, das war's für die Folge. War ein relativ fataler Angriff. Aber wir sehen uns ja bald wieder. Macht es gut. Haut da rein. Ciao, ciao.